Hallo. Na? Na? Wie geht's? Ganz kurz. Unseren neuen Azubi begrüßen. So, mein Brüderchen will nur wissen, was ich tue. Gut. Mir geht's gut. Sehr schön. Und selber? Aufgeregt? Wunderbar. Aufgeregt? Ein bisschen. Ein bisschen, warum? Es ist Neuland. Es ist neu. Ach so. Wie das Internet. Ja, so eine Art. Ist ja ekelhaft. Warum hast du einen Reisekoffer dabei? Kommst du gerade vom Flughafen? Das ist kein Reisekoffer. Sondern? Leia meinte, ich kann ein paar Klamotten oben deponieren. Dann brauche ich nicht immer. Aber da ist sogar von dem. Warte. Bleib doch mal stehen. Der ist sogar von dem. Ja, Da habe ich ist nicht sogar noch abgemacht. das. das Habe ich nicht oh abgemacht. Mann. Ja, Man braucht gut. Andenken. Ah. So bin ich. Ja, gut. Soll ich dir zeigen, wo du es hintun kannst? Bitte. Gerne. Ich habe Angst, dass die Treppen sich gleich bewegen. Nee. So schlimm ist das nicht. Es sieht nur aus wie Hogwarts, ist es aber nicht. Okay. Wir haben nur hin und wieder mal Probleme und manche Büros sind wie Narnia, aber ansonsten. Ja. Ja, hier kannst du die Sachen hintun. Also wir haben die meistens da einfach dahinter, drunter, da haben wir so ein bisschen Ja, was ich krieg sie gemacht. da mal hin. Jo. Da. Perfekt. Vielen Dank. Wir hören nicht dafür. Gut, ich weiß gar nicht, wo der Rest heute ist. Sind die noch nicht da? Nö, bisher noch nicht. Bisher noch nicht. Nicht erschrecken, ich habe eigentlich immer mein Handy in der Hand. Das ist ganz schrecklich. Ja, alles gut. I'm a bit addicted. Ich rufe mal eben Leia an, mal gucken. Hallo. Bist du schon Ja. wieder am Autofahren? Ja, wann bin ich Ja. denn mal nicht am Autofahren, wenn Ja, ich so Geräusche mache? das ist die gute Frage. Unser neuer Azubi ist schon da. Hervorragend. Seit wann ist denn der da? 8 ungefähr? Seit 2 Minuten. Seit 2. Ja, sagen wir mal seit 8. Ja. Ja, ich glaube, es steht im Moment noch nichts an. Ich brauche gerade noch ein bisschen. Ja, alles gut, alles gut. Ansonsten, die Tour habt ihr ja gestern schon gemacht, ne? Nö, ich glaube, wir haben alle schon ewig keine Tour mehr gemacht. Nee, ich meine die Tour durchs DOJ. Ach so, du meinst, ja, die Führung haben wir schon gemacht, ja. Ja, ansonsten wäre das ja eine Überlegung. Mal gucken, ob Brian schon da ist und. Ja, ich wollte gerade sagen, nimm ihn einfach mal mit Ja. und kannst ihn schon mal vorstellen, wer er ist und so. Ja. Nö, Ja, und dann machen ich wir nehme das mal gleich. an, dass Anando sich bei dir auch noch nicht gemeldet hat. Nein. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich habe keine Ahnung. Ja. Okay, na Ja. gut. Dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ich würde sagen, Ja. wir machen unsere Runde. Und Ja. ja, wir haben immer eine Runde. Das heißt, dass ich mit dir jetzt einfach mal einmal ins FD fahren würde und einmal ins MD. Wobei das MD kennst du ja schon. Ich weiß nicht, warst du schon mal im FD? Ja, indirekt. Indirekt, okay. Muss was essen. Ja, tu dir keinen Zwang an. Es ist eher selten, dass ich zum Beispiel nicht esse. Okay. ja, ich sag mal so, lieber Mann hat mich letztens auch eine Fressmaschine genannt. Das fand ich nicht so nett. Das ist nicht nett. Nein. Aber ich würde sagen, ich gehe ganz kurz nochmal wohin. Weißt du, die Toiletten wurden dir ja gestern auch schon gezeigt, richtig? Ja, die Helle ist für Frauen, die hätten plötzlich Männer.
Ja, also die raus zur Straße, was ich ein bisschen komisch finde. So hat es vielleicht nicht an gewisse Stellen gehen, weil man komplett reingucken kann von der Straße aus. Außer du bist irgendwie exhibitionistisch veranlagt. Das kann ja sein. Peter Wirbel. Ja, genau. Nee, ja, ich müsste aber auch nochmal. Das hört sich doch nach einem Plan an. Ja, und danach würde ich dich einfach als unseren neuen Azubi vorstellen. Ja. Dann wissen die nämlich auch Bescheid. Jo. Und bis dahin sollten dann Rottenbachs auch da sein. Linke Seite ist Männer, ne? Richtig. Also die zur Straße hin. Ja. Dann bis gleich. Bis gleich. Tja, hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst. Ich habe hier doch gerade... Ich wollte schon sagen, ich habe doch gerade Schritte gehört. Kuckuck. 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 Ja, dann. Wollen wir mal mein Auto holen? Sehr schön. Mal also gucken. Zuerst FD, ne? Ja, würde ich jetzt sagen. Ja. Oh, diese Tür. Die ist ganz schön schwer. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie haben sie die Scharniere nicht richtig geölt oder so. Ja. Und so wie es aussieht, hat der Bürgermeister auch wieder im DOJ geschlafen. Oh Mann. Oh, da bin ich gestern mit dem Motorrad fast hängen geblieben. Was, an seinem Auto hier? Ja, ja. Ha. Ja gut, der steht aber auch ein bisschen komisch da. Ich glaube, diese Parkplätze sind nicht für sein Auto gemacht. Ja, diese Ecke hier. Aber dabei ist die Spur doch schon breit genug. Ja. Ha. Verrückte Geschichte. Verrückt. Ja. Ja. Komm mal mit. Ich tue jetzt einfach mal so, als wären wir ein Auto. Sehr gut. Nicht, dass wir gleich von hinten überrollt werden von dem Auto. Nö, das glaube ich nicht. Ich habe so eine Signalfarbe als Haarfarbe, das passt schon. So, einmal das Tor auf. Und wieder zu. So, einmal einsteigen. Hübsch. Ja. Seitdem wir eine neue Justizministerin haben, dürfen wir sogar umlackieren, so mehr oder weniger. Nach Dienstfahrzeug. Mhm. Sehr schön. So, ganz kurz mal. Hallo, Henry. Hallo. Nur eine Frage, bin ich unsichtbar? Was, wieso? Bist gerade bei mir, vor 2 Minuten bei mir vorbeigelaufen. Was, ich? Ja, du. Wieso bist du am PD? Ich stehe gerade auf der DOJ-Seite. Warum? Weil ich gerade in der Nähe war und jetzt treffe ich mich mit Lani. Ach so, ich wollte dich sonst fragen, weißt du, ob Brian oder so schon da sind? Das, warte mal, das kann ich dir gleich sagen. Ja, Brian ist schon, da. Sehr gut. Wow. Da. Ach, deswegen habe ich dich nicht erkannt. Aha. Warte mal. Jetzt darf ich nur nicht in mein eigenes Auto fahren, das wäre doof. Bitte auch nicht in meins. Nee, ich gebe mir Mühe. So, okay, einmal aussteigen. Okay.
War aber eine lange Fahrt. Ja. Hallo, hast du heute frei? Nee. Moin. Ey, Schwesterchen. Hallo. Nee, frei habe ich nicht, aber ich hätte dich und Lani für 10 Minuten entführt. Ist gerade schwierig. Ja, darf ich vorstellen, grad. Unser neuer Azubi. Guten Tag. Ist gut. Hi. Weil wir gerade nämlich... Mein Name? Benny. Moin. Wir wollten nämlich gerade unsere Runde starten, deswegen die Frage auch, ob Brian schon da ist. Ja, Brian ist... Also nach Unterlagen ist Brian schon da. Oh. Aber wahrscheinlich dann auch unterwegs oder so. Er ist Status 2. Am PD, am FD. Ich wollte schon sagen, warum ist er denn jetzt am PD? Ja. Nee. Also aber nach den Unterlagen ist er am FD. Hm. Aber wohin wolltest du uns denn entführen? Au! Henrik, warum machst du das denn immer? Ich mein, lieber voller Knuffi. Und deswegen sind wir Geschwister. Ich kriege immer aufs Fressbrett. Aber wir bleiben uns nicht schuldig. Aua. Was? Hey, er hat mich schon wieder gehauen. Was? Sag mal, Henry. Aua. Es war keine Absicht. Was soll denn der Scheiß? Es war keine Absicht. Mann, gib ihm Mausi. Warte, warte. Ich hab noch Öl dabei. Das wird ja es war keine Absicht, Ich hätte noch eine Aspirin. Nee, alles gut. Ich hab auch noch Ibuprofen im Auto. Henry, würdest du mal ganz kurz einen Schritt beiseite gehen, bitte? Es war keine Absicht. Danke. Wow. Ach, ich brauch gerade mal die Minute für mich. Aua. Ach, Mann, Henry. Es war keine Absicht. Aber ja, ich habe jetzt trotzdem Kratzer im Gesicht. Ja, es. Dabei habe ich nicht mal feste. Nicht mal feste. Oh Mann. Sei mal froh, dass ich dir nicht böse sein kann. Hallo, Cupcake. Aua. Ja. Nicht unterkriegen lassen. Nein, mit den bösen Fingernägeln. Nein, alles gut. Welcher Kerl? Ja, ich gehe schon. Nein, auch Henry. Nein, jetzt bleibst du hier. Du wolltest mich für 10 Minuten entführen. Ich muss in Dienst. Und ja, passt. Ja, wo willst du denn überhaupt hin? Ja. Ach, der will dich auch mitnehmen? Ja, aber eigentlich habe ich unseren Azubi dabei. Ja, dann nehmen wir halt Azubi auch mit. Ja gut, Danny, du kommst mit. Ja, danke. Okay, hast du einen Viersitzer? Ja, habe ich. Ansonsten hätte ich gesagt, wir fahren mit meinem Auto, das ist auch ein Viersitzer. Ja, los. Mensch ist ja ein Viersitzer. Ja, los. Okay. Kannst du mich auf dem Rückweg bei Hand rausschmeißen? Muss ich Angst haben? Nee, bei ihm eigentlich nicht. Eigentlich hat mir gerade gefallen. Na toll, danke. Ganz toll. Na los. Dann machen wir die Runde einfach danach. Ja. Also ich bin schon mal einer von FD. Ja, gibt's was Neues? Nee. Wie lief denn sonst gestern die Übung? Ja, eben. Ich weiß es nicht. Brian hat nur gesagt... Brian hat ja nicht mal gesagt, durchgefallen oder bestanden. Ja, er hält sich bedeckt. Okay, das wissen wir ja schon. Wer ist denn eigentlich der junge Mann bei uns im Auto? Das ist Danny Jäger, unser neuer Auszubildner. Jo, ne denn? Seit gestern. Entschuldigung, ich vergesse das immer. Eigentlich wollte ich ihn vorstellen. Hi. Tut mir leid. Liegt an dem Kratzer mal im Gesicht. Ja. Also warum ich euch zwei empfehle, eure Meinung ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Okay. Aha. Ah, okay, ich habe eine Vermutung, worum es geht. Oh, okay, dann weiß ich auch ungefähr, worum es geht. Es ist offen. Ich glaube, ich weiß, worum es geht. Es ist offen. Ja, das ist das. Das ist das. Das ist das, das ich gefunden hatte. Ach. Ja, ich liebe das. Es ist das Haus, Gabi. Ha! Sehr gut. Das, was 1,250 Müller kostet. Ah. Und jetzt ist es endlich offen. Offen! Offen. Sowas machen wir normalerweise übrigens nicht in der Dienstzeit, ne? Okay. Ah. Nee, sehe ich nicht. So. Denn... Das ist derselbe Schnitt wie das Haus, was ich gefunden habe.
Cupcake, dann weißt du, wie das Haus von uns zukünftig aussieht. Cool. Jetzt weiß ich, was du mit dem Kamin meinst. Ja, der ist doch super, oder? Der ist ja und hier mega. In der Ecke so eine Leseecke oder so und dann kannst du immer auf den Kamin gucken. Ja, weißt du, vor allem hier mit dem Regal, dem eingebauten, ne? Ja, super schön. Das ist einfach so toll. Ist das so cool. Und die Küche ist auch riesig. Ziemlich cool. Die Küche hat einen Weinschrank. Ja. Ja, Wahnsinn. Boah, Wein ist immer gut. Mhm. Oder Bier. Kommt mal runter. Ja, unten ist noch viel, viel besser. Vorschlagen. Ich muss meinem Hasener, glaube ich, was vorschlagen. Ne? Aber wer kauft unser Haus? Ja, nee. Keine Sorge. Keine Sorge. Hat eben viel zu kleinen Pool. Ich habe da andere im Blick. Das ist okay. Halt ultra geil. Das ist halt riesig, ne? Das Badezimmer ist das gleiche, was wir jetzt auch haben, nur die Fliesen sind anders. Mit der 4-Leute-Dusche? Ja. Also zu zweit passt das, ja. Schau mal, eine offene Umkleide. Das ist ja schon geil, ne? Also in der 4-Leute-Dusche haben bei uns im Haus schon... Oh Gott, wer hat da drin gestanden? Ich. Ja, du mit, ich glaube, Anscheid, Buddy was? Und was? Wem? Nee, Anscheid, hey. Oldfield. Ah ja, stimmt, ich wollte gerade sagen, was? Warum? Ja, nee, Buddy war noch nicht in meiner Dusche, Gott sei Dank. Zur Erklärung, Buddy ist mein Mann. Ah, okay. Ja, deswegen, das will ich nicht wollen. Okay. Also, ja, das hätte mich auch sehr gewundert, warum Buddy in deine Dusche geht. Ja, deswegen. Nee, das ist irgendwie, keine Ahnung, Jungs, wir wollten mal gucken, wie viele da reinpassen, ne? Oh, und mich in der Ecke festhalten. Oh, Mann. Aber es ist einfach so schön, ne? Mathis und Lea haben ja auch schon in der Badewanne gesessen. Das verstört mich viel mehr. Ja, die haben so ihre Duschgeschichten. Ja, ne? Deswegen, wenn man ans FD denkt. Oh, nee, nicht in die vorletzte Kabine gehen. Ja, ans FD. Nein, definitiv nicht. Es gibt so Dinge, die sollte man einfach meiden. Ja, aber ganz im Ernst, Gabby, komm, guck dir das Haus mal außenrum an. Das warte, ist so warte, schön. Warte. Danke nochmal, Lani. Viele, ja, bitte, Infos. Bitte, ne? Ich liebe das Haus. Du vergisst sie bitte am besten wieder. Ja, auf jeden Fall. Das sind Infos, die ich nicht wissen. Erste Regel des Anwalts: Geheimnisse bleiben geheim. Ja, einfach wieder vergessen. Mhm. Aber der Ausblick ist halt auch Hammer, Gabby, ne? Oh, ist das. Oh, wow. Oh, wow. Ja, ne? Okay, der Ausblick ist schon geil. Holy shit. Okay, dann weiß ich, warum das so teuer ist. Entschuldigung. Aber weißt du, Gabby, ich fand halt einfach, wir sind da dran vorbeigefahren. Und ich denke mir so, Glas und dunkles Holz, ne? Ja. Voll schön. Und das Haus gefällt mir noch besser als die 13 drüben. Ja. So. Obwohl die 13 schon sehr, sehr schön ist. Ja, aber das hier ist hier der Hammer. Aber ganz ehrlich. Gehört das hier oben auch noch dazu? Ja, aber kommst nicht rein. Schade. Aber da lege ich 5.000 drauf und hab das Haus. Ja, auf jeden Fall. Und eben wollte ich euch zwei dabei haben, weil ich habe heute die Information bekommen, dass es offen ist. Oh. Ich wollte gerade sagen, hier kann man wenigstens nicht so einfach runterfahren, da ist eine Hecke nein. Und dann stand ich auf der Hecke. Das ist nicht gut. Ja, nein. Hör auf damit, Cupcake. Nicht zu nah an die Hecke, nicht zu nah nein, an die Hecke. Nein. Ich kann das nicht der Versicherung erklären, warum du hier eine Klippe runtergefallen bist. Vor allem erklärt das mal Leia. Sie ist meine Versicherung. Ach so. Ja. Nee. Ja. Weißt du was, Henry? Doch. Nee. Okay, Cupcake, ja. Bei dem anderen Haus. Er ist einfach mal da runtergehüpft. Wow. Er ist einfach mal runtergehüpft. Warum? Runtergefallen. Ja, gefallen. Und im Pool bin ich reingefallen. Ja, wir sind auch mit dem Auto aus Versehen ins Rutschen gekommen und dann die Klippe runtergefallen. Mhm. Ja. Und im Wasser gelandet. Ja. Ja. Ich fand den Pool übrigens ganz schön klein. Aber könnt ihr... Ja, es gibt größere. Also, Gabby und Lani. Mhm. Ja. Könnt ihr das Haus für mich vorstellen? Ja. Ich kann mir das Haus für jeden vorstellen. Es geht jetzt um mich. Ja. Ah, natürlich. Ja. Warum nicht? Vor allem kann ich mir vorstellen, wie ich mich im Sommer hier einquartiere. Nee. Ich will kein Keks sein. Du bist jederzeit willkommen. Ich weiß. Deswegen bin ich ja, dass du das holst. Also ich finde es mega gut. Ja, ich habe mich total verliebt in das Haus. Aber es ist noch sehr weit. Das Einzige, was mich stören würde, wenn du hier doch in den Pool gehst und so, dass von da oben, ich weiß halt nicht, wie hoch die Mauer da ist. Ob man da dann hier runter gucken kann oder nicht. Ach, so, wie man ja rausfinden.
Ah, so viel Zeit. Rennt ihr da jetzt hoch? Wahrscheinlich. Ja, läuft. Ja. Das passiert. Oh Gott. Eben wollte ich dich auch dabei haben. Was ist das? Hallo, Leia. Garage. Hör mal, ich muss gerade schnell an den Flughafen wegen der Einreise. Es dauert ein bisschen, bis ich da bin. Tut mir leid. Ja, ist gar kein Problem. Ich bin mit Danny unterwegs und erkläre ihm schon mal ein bisschen was. Und Cupcake und Henry sind auch mit dabei. Die können ja auch ein bisschen was erzählen, was die so treiben. Ja, dann. Also wir sind beschäftigt. Hervorragend. Mhm. Ja, wie gesagt, das... das kleine Nickerchen da eben hat da irgendwie für Chaos gesorgt. Deswegen. Ja, viel Spaß mit den Neulingen. Danke. Okay. Bis gleich später. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt weiß, warum ich dich und Gaby dabei haben wollte. Warum, dass ich die aus Faust kletter? Ja, gut. Das war in meiner Freizeit. Entschuldigung, ich habe hohe Schuhe an, das geht doch nicht. Ja, nee, deswegen bin ich ja dabei, dass ich den Job übernehme, ne? Obwohl der Schmidt hatte sich, als ich mit ihm nochmal Tatortbesichtigungen das eine Mal gemacht hatte, auch gewundert, wie ich mit den Schuhen die Leiter da hochgekommen bin. Aber da habe ich gemerkt, das ist voll praktisch, weil man sich da schön einkeilen kann. Ja, ne? Leitern klettern ist. Runter war ein bisschen schwierig, das habe ich dann barfuß gemacht, aber hoch ist ja easy peasy. Ja, hoch ist geil. Ja, und das runter ist halt Müll. Und das ist das Haus. Das Haus. Ich wusste gar nicht, dass du noch eins hast, das nicht in den Hills ist. Hm. Ich? Ja. Ah, das ist halt echt schön. Das ist ja in den Hills. Ja, nee, weil du ja gerade. Oder fährst du uns jetzt zurück? Ich fähr euch zurück. Ach so, okay. Ich dachte, du wolltest sein anderes sein. Haus wäre das PD. Oder das DOJ. Ja, okay. Ich lass nur Gaby und Danny raus und dann bringe ich dich zur Hand. Ja, danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke, Gaby. War schön. Ciao, ciao. Bitte, bitte. Ja, bitte. Bis später. Alles gut? Der hat mich fast umgefahren. Das passiert schon mal. Er ist ein kleiner Pechvogel manchmal. Das war Millimeterarbeit. Er kann das. Er kann das sogar sehr gut. Sehr gut. Er hat sehr lange im LSC gearbeitet. Okay. So, dann machen wir jetzt die Runde. Leia wird ein bisschen später kommen, die ist bei der Einreise. Da gab es irgendwie ein paar Probleme. Ja. Ich laufe gerade zum falschen Auto. Entschuldigung. Ja, schwierig, wenn alle gleich aussehen. Das ist eher weniger das Problem, aber obwohl sie sind wenigstens von der Farbe her gleich. Ja, von der Form? Ja, okay, nicht ganz, aber... Mein Auto hat kein Glasdach. So. Ja, stimmt, Panoramadach. Ah, ist schön, ne? Meiner ist dreckig. Meiner war dreckig, dann habe ich ihn sauber gemacht, dann bin ich durch den Dreck gefahren, jetzt ist er wieder dreckig. Und ich habe erst überlegt, ob ich mir ein weißes Auto hole, aber das habe ich sein lassen. Also, würde ich nicht empfehlen, außer man ist Bürgermeister. Mache ich auch nicht mehr. Ich habe vorher Palito Bay oben gewohnt. Oh. Und ja, das war dann doch dreckig. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber normalerweise passiert das nicht, dass wir einfach so abgefangen werden, um ein Haus anzugucken. Ja, ach. Aber da wir gerade eh keinen Termindruck haben und so geht das schon mal für so 5 Minuten. Mhm. Sollte nur nicht die Regel sein. Ja, nee, ist ja richtig. So. Du sag mal, das habe ich gestern noch nicht ganz verstanden. Meine Stunden muss ich selber aufschreiben? Genau. Du hast ja aktuell, meine ich, noch keinen Zugriff auf unser internes Doc. Wir haben nämlich aktuell nicht die Möglichkeit, uns irgendwie einzubuchen und auszubuchen, weil wir ja teilweise auch immer auf Abruf arbeiten. Das heißt, wir sind dann die ganze Zeit eigentlich in Bereitschaft und wenn wir dann jedes Mal erst ins DOJ fahren müssten, uns einbuchen und dann zum Beispiel bei einer Durchsuchung oder so als Zeugen dabei sein müssen, ist das halt echt ein bisschen unpraktisch. Ja. Deswegen notieren wir uns das eigentlich immer in unserem internen Doc. Mhm. Da du da aber eben noch keinen Zugriff drauf hast, einmal selber notieren und dann kannst du mir das zum Beispiel sagen, dann würde ich das bei uns intern hinterlegen. Mhm, okay. Ich glaube, wir müssen sowieso noch die Nummern tauschen, haben wir glaube ich noch nicht. Also deine Nummer kriege ich aus dem internen Doc, da steht die nämlich drin. Schön. Ich kann dir aber gleich meine Nummer geben.
verlegt. Gut, da, ja, ist eine dreckige Gegend. Aber hier habe ich auch schon mal gewohnt, in der Gegend. Okay. War ganz praktisch. Ah, ich habe mich aktuell im Pinkwitch wieder einkalkuliert, eingenistet. Ah, okay. Das ist näher. Hm. Und man hat den Strand direkt vor der Tür. Das auch. Hallo. Ja. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Grüße. Na. Ich kann euch weiterhelfen. Ich wollte eigentlich nur unseren neuen Azubi vorstellen. Der andere ist uns ja irgendwie abhanden gekommen. Oh, ja gut. Ja. Also wir haben lange nichts von ihm gehört. Und ja, das ist der Danny Jäger. Hat gestern bei uns angefangen. Und der Name sagt mir was. Ich glaube, du warst vorher im MD, kann es sein? Ja. Lustig. Ich war im MD. Ach, das war die Geschichte. Lust mehr habt auf die Chaos-Truppe da oben? Ja, aber wenn man kein Blut sehen kann, ist schwierig. Ja, bestimmt. Das war dann so, schwierig. Das hat sich leider erst im Nachhinein herausgestellt. Vielleicht Hölle hört. Ja, das ist wirklich sehr vorteilshaft. Vorteilhaft? Ja, Check hat Lächel so mit. Oder unvorteilhaft. Unvorteilhaft. Ah, okay. Vorteilhaft? Ja, naja. Je nachdem. Dann wir gerne oft aus guck mal, da kommt kippen. Henry. Verrückt. Henry, der Hühne. Naja, so groß ist er jetzt auch nicht. Das war ja ein Scherz. Schön. Ach so. Ja. Nee, ansonsten irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Gestern soweit nicht, da war alles ruhig. Ich glaube, nach dem Wochenende konnte man das auch gut gebrauchen, ne? Richtig, richtig. Ein Vorkommnis hat gestern schon gegeben. Wir haben die Bertha auf dem Klo gefunden. Ah! aber die war doch Ride-Along gestern gewesen. Ich glaube, Bertha war jetzt dann mal kurzzeitig überall. Aha. Mhm. Aber gut. Nee, die sollte eigentlich, oder ist bei einer Streife mitgefahren. Das habe ich wohl mitgekriegt, weil ich hatte sie im PD getroffen. Okay. Ja, na, erst ist ja bei, ja, check's mit. Erst ist ja bei Buddy mitgefahren. Was, bei Buddy? Ja, super. Ja. Buddy hat sie dann natürlich bei uns abgeliefert. Warum wundert mich das nicht? Wir haben dann zum MD aufgeliefert. Ah, schön. Genau. Ach und so. Wir haben sie dann am MD abgeschmissen. Wie so ein Wanderpokal. Richtig, richtig. Oh Mann. Muss ja überall mal reinschnuppern. Ja, wer ist Bertha? Bertha, ich würde sagen, ist stadtbekannt auf jeden Fall. Ja, die Besitzerin auf jeden Fall von Berthas Eck. Ne? Ja. Berthas Eck. Das kenne ich, da bin ich vorbeigefahren. Und das ist die Besitzerin. Ach so. War eine sehr nette Person. Da muss man persönlich kennenlernen. Ja. Okay. Das ist ein herzensguter Mensch. Oh, ich weiß noch, ich war zwei aber Tage hier im Staat. Und racht wie Schlut. Hey. Hätte ich fast bei ihr angefangen. Oha. Bei Bertha? Ja. Ja. Im Eck? Genau, als Kellnerin. Ah. Hat sich dann aber nicht ergeben, weil ich nochmal weg musste. Ach so. Weiter aber die Tür viel stimmen. Ja, aber Bertha ist cool. Ich wollte gerade sagen, so ein Menschlicher an Bertha ist schon echt in Ordnung. Ich mag sie super gerne. Ist schon eine herzensgute Seele. Ja. Na, da freue ich mich auf ein Kennenlernen. Genau. Und sie kann gut tanzen. Und macht coole Partys. Partys ist immer gut. Mhm. Coole Partys machst du, das stimmt. Tanzen will ich nicht. Oh, ja, doch. Ja, das Mann. Kannst du mal aufhören, deine Gummibärchen in deiner Tasche zu sortieren? Ja, es tut mir leid. Eine Güte. Ach, Henry. Ab ins Eck ja, mit dir, Henry. Ab ins Eck. Du weißt grün und grün, rot und rot, gelb und gelb. Schwarz und schwarz. Was mit Blau und Blau? Okay. So viele Taschen hat er nicht. Oh. Da ist halt wollt ihr auch eines? Nee, danke. Danke, nein. Bin auf Diät. Oh. Die sind mir zu warm. Ich dachte, der nächste Junge. Ich kann ja schon grüßen. Die nehmen ja schon aneinander. Nee, habe ich gerade das dann gesteckt von Spind raus. Wenn man das, die Tüte aufmacht und aus den vielen kleinen Gummibärchen ein großes wird. Oh. Ja. Ein Regenbogen-Gummibär. Wenn man oder die Gummibären schmerzen tut und in einen großen Gummibären verwandelt.
Ekelhaft. Gummibären hüpfen dort und auch überall. Du kannst den Text immer noch nicht, Henry. Gerade sagen, das geht falsch. Sagen, also wenn schon, dann musst du bitte Riti singen, ne? Mhm. Das ist ja... Warte, Haribo macht das ist ja, und Erwachsenen ebenso? Ist das richtig? Ja, das ist richtig. War schon mal sehr gut. Entschuldigung. Herr Mond, Henry Mond, besonders. Ja, ich will die Serie, die war auch geil. Die war super. Gummibärensaft. Ja, die war Gummibärchenbande? Ja. Oh ja. Aber die hieß doch nur die Gummibärenbande. Naja, jetzt gerade sind es die Gummibärchenbande. Ja, Brian, ja, gut. Aber es gab doch auch Glücksbärchen. Ja, die war auch geil, die war auch geil. Die Glücksbärchen, ja, ja. Die war, oh. Ja, ich auch Glücksbärchen. Ja. Das wäre wunderbar. Witzigste ja die Glücksbärchen, da gibt's ja Veralberungen davon. Oh, jetzt haben wir die ganze Zeit über Süßigkeiten geredet. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Ich esse ein Stück Schokolade. Ich will ein Glückbärchen sein. Ja, Schokolade, das wäre wunderbar. Oh, Dankeschön. Auch am Kauen. Achso. Brian? Ja? Soll ich den RTW hier waschen? Weil der sieht ein bisschen dreckig aus. Das wäre gut. Richtige Person. Alles klar. Ja, Menschen. Haris, steht nach hinten, ne? Ja. Ich dachte, du bist... Ja, steh nach hinten. Ich denke, du willst fahren. Da hinten? Ja, wir können das irgendwann noch machen. Wer geht nach hinten rein? Wer was? Oh, nie. Du gehst nach hinten rein. Ich stand da hinten, aber... Alter. Warum muss das Niveau immer so schnell sinken? Hier spricht Ihr Flugkapitän. Finde ich gut. Das Niveau für Sie. Ja. Ich habe immer gedacht, Niveau wäre eine Creme, aber okay. Ja, in Indien ist dieser Creme. Ah, ich verwechsel das jedes Mal. Jedes Mal das Gleiche. Wunderschönen guten Abend. Hallo, ja, ist das jetzt schon mit Parkservice oder was? Abend. Wait. Leute, die sind so ein Auto noch nie gefahren, die wollen das fahren, mein Gott. Oh. Musst du ja wissen, ne? Willst du einen Gummibär? Boah, weiß doch nochmal ab. Ich glaub, ab 2 Gramm wird undeutlich, ne? Und ab 10 Gramm versteht man nur noch die Hälfte. Ab 50 Gramm wird's wieder deutlich. Naja, weil er nicht mehr redet. Bleib wieder da. Macht Aris bei euch ein Praktikum? Yep. Ja. Ja, check. Seit wann? Seit heute. Seit jetzt. Seit gerade. Ach so. Okay. Brian, was soll ich noch mit ihm alles für Bank kaufen? Hm. Die Sport wohnt da, oder? Ja. Doch wie mit mir gestern. Gibt kein Praktikum, gleich eingestellt. Ich würde sagen, Sport auch. Ja, Sport, nein. Tagesdienst, Einsatz. Ja, die Uniform, was ich jetzt so habe, und auch mal die Einsatzuniform. Genau. Detail für Uri waschen werden, ja, was da steht. Ja, dann machen wir das auch später. Mit der Umbelegung. Ha. Letzte, ja? Ja, genau. Ja, Funkumbelegung. So, dann würde ich sagen... Wir lassen die Herren hier ihre Autos waschen und fahren dann mal ins Imdi. Okay, da kenne ich mich aus. Viel Spaß. Hey, dann wünsche ich einen schönen Abend. Bitte. Ebenso. Genau, bis dann. Ich immer Frank folgen. Das ist wieder Frank. Okay, bin angeschnallt. Sehr gut. So halb. Jetzt. Ja, ich lasse erstmal das HLF vorbeifahren. Das hat mehr Knautschzone als ich. Ja, das sind die lieben Kollegen vom FD. Mhm. Interessant, dass der Aris jetzt hier arbeitet. Oder wenigstens ein Praktikum macht. Wer ist Aris? Aris Byrne, der hat früher mal bei Hand gearbeitet, wenn ich meine. Ja. Und ich hatte mit ihm... War bei Hand nicht so oft, die sind mir zu teuer. Ja, ich bin eigentlich nur da, wenn ich neue Lichter und halt so Scheibentönung und sowas brauche. Ja. Nee, auf jeden Fall hatte er früher bei Hand gearbeitet und ich hatte so mit ihm zu tun, weil er mich einmal aus Versehen mit seinem Auto Volley genommen hat. Das war nicht so gut. Mit dem Auto Volley?
Ja, ich bin gefühlt über den halben Parkplatz vom LSC gefallen. Geflogen, nicht gefallen, geflogen. Alter. Ja, aber es war ein Unfall. Also es... Er hatte halt so einen Migräneanfall und... Ja. LSC kann ich auch Geschichten erzählen. Oh, ist so, ne? Die eine Auffahrt, die da hochgeht, die doch ne, die gleiche Stimmung doch hat. Ja, ja. Da kann da man gut Flugstunden machen. Ja, da bin ich zu schnell, also ein bisschen zu doll aufs Gas und habe erstmal die Autos, die da standen, einmal geschoben. Oh, das ist nicht gut. Das wird war gut teuer. Für den Geldbeutel. Ja. Das war gut für den Geldbeutel. Ah, Sekunde. Oh, wer will denn da? Oh. Hier war ich gestern noch. So, einmal ganz kurz zurückschreiben. Mach mal. Okay. Und nächste Runde. Ja, weil sie mich ja kennen. Ja gut, aber sie kennen dich ja noch nicht als unseren Azubi. Nee, das wissen die, glaube ich, auch nicht. Okay. Oh Gott. Nein. Wir das war so eine Spontan-Gäste, also das habe ich gesehen und da dachte ich, komm, Spontanität, gib ihm. Ach so. Hallo. Da kommt eine treulose Tomate und ein Verräter. Was? 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 Ja, der hinter dir. Aber wer ist die treulose Tomate? Der ist alles in einem. Ich? Ach so. Ja. Ich wollte euch eigentlich... Genau, hallo. Ich wollte euch eigentlich unseren neuen Azubi und vorstellen. Ich gebe Gabi nur einen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Isa. Auch von mir. Hallo, Bella. Wer ist euer neuer Azubi, ja. Wenn du fragst? Unser ehemaliger Azubi. Hört sie mich nicht? Hä? Doch. Doch. Ist auch. Ah. Euer ehemaliger Azubi, ja, wer denn? Ja, Danny ja. Jäger. Danny ja. Jäger. Ja, und? Du bist wieder zu. Komisch. Alles klar, Ivan. Ist doch alles gut. Richtig. Ja. Alles super. Hm. Ja gut. Nee, das ist doch fein. Dann war ich mal auf meine Abholung. Ja jetzt auch. Aber, alles klar. Aber Danny. Ja. Danny. Ja. Danny. Achso. Ja. Das steht dir. Ja. Dankeschön. Ha. Finde ich nicht. Ja, ich bin schon. Sagen wir mal so, wir wachsen, ja, aber nur weil unser anderer Azubi irgendwie abhanden gekommen ist. Na, der Herr Bakshi. Ah, Anando. Ja. Ach, ja. Aber der ist irgendwie seit über einer Woche hat er sich nicht mehr gemeldet und nichts. Hallo, das, Bella. Hi. Das ist typisch Anando. Ja, deswegen mussten wir uns jetzt einen neuen Azubi suchen. Das ist ich halt guck mal, schwierig. Was nach. Und dann nehmt ihr einen von uns. Aber doch. Bei uns gibt es weniger Blut zu sehen. Wie konntet ihr denn nur? Mann, da stellt euch mal wie konntet ihr denn nur? Aber was soll ich denn machen, wenn ich kein Blut sehen kann? Ja. Sonst rufe ich Brian an, dass ihr die nächsten 2 Tage Praktikum mit Ares hier oben habt. Oh. Überlegt es euch. Ja, im FT waren wir gerade. Es hat mich auch sehr gewundert, dass Ares auf einmal hat er heute sein Praktikum angefangen, ne? Ja. Der hat vorgestern schon angefragt. Ach. Ja, angefragt hat er, aber er hat heute angefangen. Hm. Ja. Ares Böhm. Ja. Kennst du noch einen weiteren Ares? Also ich nicht. Oh, Wacke Backe. Ja. Huch. Der Ares war auch mal mit MD. So. Ivan, was kann man für dich? Ja, Gabi, es ist alles in Ordnung. Ja. Ich wurde schon behandelt. Oh, okay. Wir haben heute alles so ein bisschen die Fallsucht. Ich merke das schon. Aber manchmal hat man so Tage, ne? Bin kurz zum Abend. Manchmal ja. Sie mag mich nicht mehr. Was? Ach, mach dir da mal keinen Kopf. Das verdammt. Das habe ich nie gesagt. Ich glaube, das geht doch nicht gegen deine Person, sondern gegen die Situation. Oder? Wie kannst du nur... Jetzt weinen sie, siehst du das? Ach Quatsch! Ganz ehrlich, so wie jeder es für richtig hält. Ich fände, das steht am stehen ihm. Und ich wollte gerade sagen, wenn er Blut sieht und dann selber zum Patient wird, ist doch blöd. Macht doch keinen Sinn. Nein. Nee, das macht gar keinen Sinn. Und vor allem, ne, wir haben nun mal
Ja, viel Blut. Komische Verletzungen teilweise in der Stadt. Mhm. Ja. Hi Mike! Komische Verletzungen. Aber es war trotzdem eine nette Erfahrung. Im Bell App ist. Ich habe irgendwie Motorrad. Ist Donnerstag, ne? Ja, ich kenne das. Ich habe das auch zwischendurch. Das ist schwierig. Jetzt überlege ich gerade, warum bis Donnerstag? Vor allen Dingen, wenn man dann nicht richtig stillstehen kann, weil immer jemand Hummeln im Arsch hintern hat. Ja. Aber so richtig Hummeln. Ich habe schon eins gehabt, dass ich einen Termin gemacht habe, den ich vergessen habe. Nee. Ach ja. Dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Ja. Genau, Iman. Komm aber heil wieder. Einfach, ne? Moin. Und in einem Stück wiederkommen, ne? Nicht vergessen. Ja, vielleicht mit ein paar Verletzungen vielleicht. Nee, ist nicht. Bitte ohne. Weißt du, das sieht ja aus, als hätte der was auf die Presse gekriegt. Ja, ich denke. Lieber, wenn du ohne Verletzung wiederkommst, verletze ich dich. Oh. Oh. Das ist aber nicht so nett. Das ist ein Versprechen. Oder eine Drohung. Was? Nee, das war ein Versprechen. Das ist okay. Ja, Mike, ja, dann ist okay. Mike, wieso sieht der wieder so aus? Das ist eine blöde Idee, wenn eine Staatsanwältin hier steht, sowas zu sagen. Wieso? Ich kann keine Anzeigen aufnehmen. Außerdem bin ich nicht Staatsanwältin, sondern Strafverteidigerin. Es geht nur darum, dass ich ja dann irgendwann befangen wäre, weil ich von vornherein mit involviert war. Das wäre dann doof. Das wäre wirklich blöd. Ja, dann kann ich meinen Job nicht mehr machen. Ja, richtig. Schwierig. Lass uns mal zum Klamottenladen. Vergiss nicht, die Freizeitkleidung anzuziehen. Noch bin ich im Dienst. Oh, ich weiß. Ich ziehe mich zu Hause um, weil ich muss auch ein paar Sachen abliefern da. Mach das. Danke dir. Bitte. Oh mein Gott. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Hopp, hopp. Bis hier. Bitte. Und sonst bei euch so alles ruhig oder irgendwelche komischen Geschichten? Die nein, darüber nein, darüber reden wir nicht. Also ja. Ich versuche gerade unsere Runde zu machen. Das ist alles. Das macht man nicht. Die Frage, ob es ruhig war. Macht man nicht. Ja, ich rede doch nur über gestern. Danke, ich direkt eingeprügelt bekommen. Also gestern, danke Karam, gestern war echt super. Danke, doch, war echt so fast gar nichts. Deswegen, von heute will ich gar nichts wissen, nur von gestern. Und ich weiß auch, dass man das böse F-Wort nicht sagt. Ganz, ja, ganz, genau. Ganz, ganz schlimm, ganz und das R-Wort ist auch ganz böse. Deswegen gehöre ich auch zu den Leuten, die dann immer sich verabschieden mit, ich wünsche einen Dienst, mehr nicht. Ne, ruhigen Dienst kann man schon sagen. Nee, da habe ich schon ganz schlimme Sachen miterlebt. Oh oh. Ganz, ganz schreckliche Sachen. Nee, das Schlimme ist das böse F-Wort. Ja, nein, das darf man nicht sagen. Das hat nämlich ein Kollege vorgestern gemacht. Oh oh. Fünf Minuten später rief dein Mann an. Ja, ich brauch mal 4 RTWs an der Bank. Ich weiß. Ja, vorgestern war ich dann abends auch noch hier und hab meinen Mann dann abgeholt. Ich hab's so halb mitbekommen. Ich hab auf jeden Fall kurz deine Haare gesehen, das war's dann auch. Sagen wir mal so, ich habe mich relativ, ich habe mich versucht zu beeilen, damit er wenigstens ins Bett kommt. Als ich hier fertig war, ich lag auch erstmal auf dem Boden und habe gesagt so, ich bleib jetzt kurz hier liegen. Oh Mann. Was denn? Oh, bei dem Haus mit der 5059 würden wir gerne auf die neue Inneneinrichtung warten, die wahrscheinlich kommen wird. Gilt im Moment für alle zweistöckige Häuser. Wenn Sie vielleicht noch ein anderes Objekt im Auge haben, können Sie gerne sich melden. Okay. Kannst sie kaufen, aber muss halt warten mit dem Einrichten, das Update war, bis... Achso, du willst das einrichten lassen, ne? Nein, ich will es selbst einrichten. Ach so. Ja, aber es gibt ja erst noch die Rückrufaktion vom Möbelhaus. Ja, das ist ja egal. Wenn ich das Haus aber kaufe... Ne? Da muss er erstmal nur ein Bett rein. Und die aber Kühe. Wahrscheinlich wird das noch umgebaut oder so. Oh Mann. Ja, hoffentlich kommen keine hässlichen kackpinken Fliesen. Oh Mann, da muss ich bei mir jetzt auch mal eben gucken. Oh Gott. Pinke Fliesen. Ach, ich finde Pink toll. Die hast du ja auch bei dir drin. Ah! Was? Pinke Fliesen, okay. Drin? Pinke Fliesen habe ich bei mir drin, ja. Schöne Badezimmer, schön Oma-Style.
Ach so, so 70er, 80er Jahre, ne? Ja, eher immer. 60er Jahre. Oh. Oh. Also noch schlimmer. Ich hab sowas nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber meine Einweihungsfeier, da sind wir ja noch nicht zurückgekommen. Ich weiß jetzt schon, dass es voll wird. Oh oh. Das ist häufiger so, ne? Das gesamte FD, gesamte MD, gesamte PD, gesamte DOJ. Das hört sich an wie meine Hochzeit. Alter! Das wird voll. Wie viel Zimmer? Die war eigentlich. Zwei? Was, genau, wird kuschelig? Ja. Was sagst du, Cedric? Abby, wie war eigentlich eure Hochzeit vor Ort, wenn ich fragen darf? Ja, ich konnte ja leider nicht. Nee, die war sehr, 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 sehr schön. Ja? Ja. Ja, das Einzige, was dann halt... Du warst doch selber da, oder? Schlaumeier, ich war nicht mehr da. Ach, stimmt. Nee, ja. Also die Feier am Anfang war auf jeden Fall noch sehr, sehr schön, bis die Stadt angefangen hat zu brennen. Ja, genau. Und ab dem Moment war ich ja dann auch nicht mehr da. Ja, genau. Sagen wir mal so, ich habe sehr viel mit unserem aktuellen Bürgermeister getanzt. Weil mein Mann ja auch arbeiten war. Ah ja, das verstehe ich nicht. Ne? Also bin ich ganz ehrlich, ne? Dafür hätte ich alles abnehmen müssen für so ein Blödsinn. Nein, ich wusste es ja vorher. Ja, aber trotzdem. Ja, nein, aber alles gut. Nee, so war aber sehr, sehr schön. Und wir hatten sehr lange sehr viel zu essen und zu trinken zu Hause. Stimmt. Das ist ein Argument. Ja, also ich musste lange nicht ins Diner. Ich konnte einfach immer die Sachen noch in der Mikrowelle warm machen. Also ich muss sagen, sowas ist echt praktisch. Das ist mega praktisch. Bei mir wäre ganz klipp und klar, wenn ich heirate, werde ich nicht in Dienst gehen. Punkt. Ich auch nicht. Ich habe das Verbot bekommen, das zu arbeiten. Deswegen. Ja. Aber ich habe auch direkt Karma-Schelle gekriegt, weil ich habe dann trotzdem das Tablet einmal aufgemacht, weil ich mich irgendwie ablenken musste und bin von meiner Terrasse gefallen. Aber ich muss mal eben kurz telefonieren. Ja, bis gleich. Aber ich hatte Gott sei Dank nur ein paar Kratzer und. Ja, aber wer heiratet? Nee, andersrum, nicht wer heiratet denn? Sondern. Entschuldigung. Ganz dünnes Eis. Nein. wer arbeitet denn freiwillig an seiner Hochzeit? Also? Der ehemalige Chief of FD. Ja. Sagen wir mal so, Cedrics ehemaliger Chef. Ja. Kann ich mir auch was anderes vorstellen. Ja, ich hatte mit Ralf drüber gesprochen. Ralf meinte, ja, das hätte dir von vornherein klar sein müssen. Und das war mir ja klar. Prio 1 ist immer die Arbeit. Prio 2 die Frau. Prio 3 er die selber. Autos. Nee. Das nee, nicht er, so. Kommt, er kommt Prio 5. Wieso, was ist denn dann Prio 3 und Prio 4? Na du. Ja, ich bin noch Prio 2. Prio 3 ist seine Stellchief-Riege. Oder seine Mit-Chiefs. Ja gut, jetzt ist er ja kein Chief mehr. Nee, und Prio 4 war die restliche Mannschaft. Ach so. Und dann kam er. Ja. Verrückt. Aber dafür hat er jetzt ja mich, dann kann ich mich um ihn kümmern. Genau. Bobby? Auch so eine verrückte Geschichte. Bobby? Hat er vielleicht Halsschmerzen? Ich verpasse ihm gleich halt. Nee, er hat Kopfschmerzen. Oh. Jetzt hat er keine Kopfschmerzen mehr. Also Migräne ist halt echt blöd, ne? Der Tobi? Ja. Oh, wieder Zeit. Ja. Mein Funk geht nicht. Hat das deiner? Versuch nochmal. Das deiner hat offen, ja. Okay. Meine ich. Wollen wir eben zum deiner? Ja, ich hab nichts zu essen mehr. Ja, dann fahren wir eben zum Diner. Ja, hört sich gut an. Okay. Wer hat die Leitstelle? Brian. Funk einfach die Leitstelle an. Ha. Leitstelle für die 55 kommen. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke, ebenso. Wir gehen mal was zu essen besorgen. Bella, ich wünsche euch was. Ist im Dienst angekommen. Tschüss. Wow.
Bis dann. Tschüss. Ich glaube, Isabella redet nicht mehr mit mir. Ja, gib ihr ein paar Tage. Das dauert. Die bock ich. Ja. Aber das vergeht auch wieder. Ja, ich bestimmt. Mein Mann ist da auch durchgegangen. Sogar ich wurde dazu aufgefordert, ihn zu hauen, wenn ich ihn sehen sollte. Ach, läuft ja. Mhm. Hast du es gemacht? Nein, ich bin Pazifist. Okay. Aber ich hatte eigentlich eine Abmachung, dass man einfach ein bestimmtes Codewort sagt und ich dann einfach weggucke. Ah, das kann man natürlich auch machen. Mhm. Auch als Pazifist geht das. Das geht? Ja, wenn ich es nicht sehe, ist es auch nicht passiert. So, dann wollen wir mal eben ins Diner fahren. Ja, ja. Hallo Lara und Chat. Deiner. Warte. Hm? Ist schon lange nicht mehr, ne? Ich bin gerade am Überlegen. Ich auch nicht. Weil mein Kühlschrank halt irgendwie immer voll war. Ja. Links. Ich wollte ja nur gucken, ob einer kommt. Das ist richtig. Ja. Es gibt zwar viele Leute, die irgendwie Angst haben, wenn ich Auto fahre, aber grundsätzlich versuche ich mich so halbwegs an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Ja, ich auch. Wenn ich nicht auf dem Motorrad sitze. Ja, das ist ja was anderes. Aber bisher habe ich noch keine großen Unfälle oder so gebaut. Es waren meistens irgendwelche Parkrempler oder so. Oder wenn das Auto zu tief ist und ich einen Bordstein nicht gesehen habe. Auch das kommt schon mal vor. Oder mir Flugsaurier in die Frontscheibe fliegen. Das ist auch schon passiert. Was soll ich denn dann? Ich bin hier so selten. Kannst du mir was empfehlen? Also ich bin ein großer Verfechter von den Spare Ribs. Von den was? Von den Spare Ribs? Mhm. Ja, komm. Die sind mega lecker. Die Barbecue-Soße da drauf. Oh, ein Traum. Oh, dann will ich Spare Ribs. Mhm. Und ein Milchshake auf jeden Fall. Oh ja, Milchshakes. Die sind super. Mhm. Daran kann ich mich noch erinnern. Das letzte Mal hatte ich ein Burger-Menü, das war auch sehr lecker. Ja. Ah, die Spare Ribs sind halt nochmal ein... Ah, die hatte ich noch nicht. Ticken besser. Hallo. Hey. Guten Tag. Hallo. Mahlzeit. Guten Tag. Schönen guten Abend. Oh, das muss doch mal eine Fitnessbude aufmachen. Mhm. Oder sowas. Ich fühle mich gar nicht im Weg stehen. Ich kann ruhig vor. Danke schön. Na? Na? Meine Kleine? Meine Mami? Was? Was? Ach, das ist ein Insider. Richtig. Ja, irgendwie hast du ganz schön viele... Kinder. Ja, du, die hat mir... alle Henry wird angebracht. Keine Ahnung warum. Wie, mein also, Bruder hat alle angebracht, Mutti. Also Gabby hat, wow. Ja. Den Status bei Henry als Schwester. Deswegen, ja. Ja. Kommt gleich nochmal wieder. Komplizierte Familienverhältnisse. Eigentlich gar nicht so. Wenn man sie einmal durchdrungen hat, geht's. Ich glaube, ich brauche mal eine Liste oder eine Notizliste. Wir können ja mal so einen Stammbaum aufstellen. Also, ich weiß, dass Henry von mir ist. Also, das weiß ich. Irgendwas war doch mit Mosi, glaube ich. Ich bin mir aber ja, nicht mehr sicher. Ja, Mosi war der Papa. Ja, wow. Ich glaube, ich war sehr besoffen. Ja. Ich glaube auch. Ich kann mich nämlich nicht mehr dran Das erinnern. Lustige ist ja. Ja. Dass du ja dann irgendwie sowas wie die Schwiegermama von Buddy wärst. Oh Gott. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Schwiegermama also von Buddy. Jetzt wird oh, so wow. Langsam. Oh, da wird es sich freuen. Jetzt wird's komisch. So ein Stammbaum, der sich im Kreis dreht. Oh nein. Ui. Bin außen vor. Kannst du mir zwei Spare Ribs Menüs machen, bitte? Mit Shake? Ohne, danke. Okay. Na, was hat sich getan? Nicht so viel. Wir sind so ein bisschen
am Rumdüsen, mit Leuten am Quatschen, unseren neuen Auszubildenden vorstellen. Aber ansonsten nicht so viel. Oh, ich bin aber weiter, man sieht sich. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Bis dann. Tschüss. Danke. So, ich mach dir heute auch eine Rechnung oder bist du im Dienst? Ich bin gerade im Dienst. Okay. Aber euer Chef müsste mal kommen, müsste frei mal Rechnung begleichen. Ah, Sekunde, ich schreibe ihm direkt. Weil es sind jetzt noch der 20., 21., 22. offen. Gestern habe ich nicht offen gehabt, aber ja. Ja, out. Ich schreibe ihm direkt. Da fällt mir gerade ein, kannst du mir noch zwei Cappuccino geben? Die kann ich dir freilich geben. Danke, Tim. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hallo. Merci beaucoup. Und ja, ich versuche neue Sprachen zu lernen. Mit Bubble? Ich weiß nicht, wie das heißt. Aber okay. Es könnte sein. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich habe Handy. Oh. Onkel klingelt, mein Kind. Wir haben gerade über dich gesprochen. Haben bei dir die Ohren geklingelt? Wir haben gerade über dich gesprochen. Nein, wir haben nicht gelästert. Nein, würden wir nicht tun. Gabi und ich würden nie lästern über dich. Ich ruf gerade an. Okay. Hallo, Lea. Hallo, wo seid ihr denn? Wir sind gerade im Diner. Am FD waren wir schon, am MD waren wir schon, haben alles soweit geklärt. Ich habe ihn vorgestellt und jetzt hatten wir aber Hunger. Ja, okay, kann ich verstehen. Ist ihr da oder nehmt ihr mit? Wir würden jetzt mitnehmen, oder? Wenn ihr sagt, ihr kommt auch her, dann können wir auch warten. Wir waren eben schon im Diner. Ich hätte gern gleich Danny hier dabei. Ach so, ja, nee, dann nehmen wir das eben mit und dann sind wir gleich wieder im DOJ. Ja. Okay, okay. Okay, dann bis gleich. Bis gleich, ciao. So, Chefin verlangt nach uns. Zuerst brauche ich aber die Glückszahl bestimmt. 28. Die 200 Shakes. Cool. Perfekt. So, wir machen das jetzt die Rechnung aus oder schreibt ihr das auf? Er ist unser Azubi und auch im Dienst. Okay, gut. Gut, gut, gut. Sage ich doch eher, dass sie das nachtragen soll. Ah, okay. Super. Na? Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Das Gleiche. Danke. Wünsche ich auch. Tschüss. Tschüss. Euch natürlich auch. Tschüss. Tschüss. So. Ich glaube, ich habe hier gerade die Nase vor der Tür zu bauen. Nö, alles gut. Nichts passiert. Nichts passiert? Nö. Der Kratzer von vorhin hat das abgefangen. Ah. Hat ganz schön gescheppert. Ja, ich habe auch meine Brille verloren. Jetzt muss ich mir eine Ersatzbrille holen. Super. So, dann jetzt zu Lea, ja? Richtig. Einmal zurück. Hui. Die ist nämlich jetzt wieder da vom Flughafen. Ja. Was sie jetzt aber genau vorhat, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Wir lassen uns überraschen. Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Oh Mann. Aber wird bestimmt nichts Schlimmes. Mach mal schauen.
Ich finde das Auto schön. Es ist so schön flüsterleise. Ja, es ist Elektro, ne? Und das hat trotzdem Speed. Ja, manchmal sogar zu viel. Hier gibt es doch gar nicht. Ich bin hier schon häufiger mal gegen das Tor gehämmert. Echt? Ja. War da nicht so gut. Sieht auch nicht so gesund aus. Nee. Nicht so wirklich. Check mal. Ha, Auto müde. Auto schlafen. Auto krank. Ja, ich hoffe nicht. Also ich habe zwar einen Erste-Hilfe-Kasten, aber ich glaube nicht, dass der für Autos geht. Ach, das... da wird einer nicht reichen dann. Extra neues Jackett geholt heute noch. Ah. Sitzt aber gut. Weil das andere ja geglänzt hat. Ja. Das hatte so einen Perleffekt. Wobei ich das ganz schön finde, der Liebermann ist da mal so ein bisschen merkwürdig, was so Klamotten angeht. Speziell. Ja. Habe ich ihn eingeordnet. Ja. Also er hätte das zum Beispiel auch nie erlaubt, dass die Dienstwagen so einen leichten Farbschimmer bekommen. Ja. Die mussten immer schwarz sein. Ach, er war vorher euer Chef? Ja, er war ja bis vor kurzem noch der Justizminister. Okay. Ach, aber irgendwie ist er eigentlich immer noch unser Chef, weil ja alle Departments ihm unterstellt sind. Wow. Als Bürgermeister? Ich gehe mal davon aus, dass sie bei sich im Büro ist. Im Haupteingang linke Seite, erste Tür links. Man kann sich das relativ einfach merken. Da drüben sind ja viele Türen. Da ist das Büro von Herrn Professor Dr. Liebermann. Hier unter uns ist nur eine Tür. Hier sind unsere Büros. Sind da drin mehrere? Tür? Ja, da sind ja die Toiletten noch und da geht es ja dann auch zum Gerichtsraum so. Ach, hier erste Tür rechts war das, nicht links. Ich suche mir mal eben noch kurz meine Brille. Ja. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da. Ja, dann. Klopf, klopf. Guten Abend. Herr Jäger hält nicht so viel von Klopfen. Entschuldigung. Da sind wir wieder. Herr Jäger, da Klopfen verlernt. Tja. So, Speedy ist zu. Wunderbar. So, dann trage ich das mal um. Ich hab dir da was mitgebracht. Oh, danke schön. Ich habe aber dir auch welche mitgebracht. Ja gut, dann kannst du mir die auch wieder zurückgeben. und ich habe Gabriel mal geschrieben, BR meinte, dass er mal die Rechnung bezahlen soll. Ja, haben wir heute unsere Rechnung selbst bezahlt. Ja, ich war ewig nicht da, deswegen. Ja, wir haben da ja aber auch immer ein bisschen mehr. Ja, ihr habt ja fast Flatrate. Das, naja. Hey! Jo. So, was der andere war, die Dugan, ne? Linda McDugan. Die Linda. Ja, darüber sprechen, sollte der Jäger ja auch anwesend sein. Ja. Ich glaube, wir waren beim Du, Danny. Ja. Das ist richtig. Folgendes. Kannst du im Moment noch nicht reingucken, stelle ich gerade fest, weil du noch keine Kennung hast.
es gibt eine Akte für die Frau Dugan. Mhm. Ich muss, Gabby, erinnerst du mich nachher dran, dass ich Rossi wegen der Kennung anhaue, bitte? Warte, ich schreib dir eine SMS, dann siehst du das. Ja, und wenn ich sie gelesen habe, ist weg. Ja, deswegen liest du die jetzt nicht. Da ist noch, warte mal. Was denn? Warte mal. Ja, bitte? Hast du da bei dir auch die UJ-Stimme neben Notiz bearbeiten? Was? Hä? In den Akten. Also bei mir steht da Notiz bearbeiten, sonst steht da nur die UJ-Freigabe aus. Okay. Ah, du und deine Administrationsrechte. Also ich habe bei mir nämlich einen Punkt DOJ. Da kann ich Haftzeit, Bußgeld und Anmerkung zu diesem Fall eintragen. Oh Mann. Ja, nee, bleib da mal weg. Ja, ich... Ich weiß nicht, was das mit der Akte macht. Ja, ich habe ja das doch nur gesagt. Hätte auch nichts drin gemacht. Ja, jedenfalls, da gibt es eine Akte zu einer Tatverdächtigen, Danny. Der Fall ist ein bisschen unschön gelaufen. Sagen wir es mal so. Warte, du hattest, glaube ich, mit der Linda gesprochen, oder? Ja. Ja, erklär doch mal, was da passiert ist. Ja, meine Mandantin wurde festgenommen. Hier wurden die Rechte verlesen und dann saß sie 2 Stunden lang in der Zelle fest. Ohne, dass sich jemand um sie gekümmert hat. Naja, Essen und Trinken hat sie bekommen, mehr aber auch nicht. Und aktuell sieht es bei uns im Status so aus, dass wir eigentlich gucken, dass wir das zwischen 10 und 20 Minuten halten. Nur, dass sie da unten festsitzen. Mhm. Das ist 2 Stunden. Ja, das ist nicht cool. Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Zusätzlich dazu ist die Situation, dass in der Akte von der guten Dame mit keinem Wort steht, in welchem Tatverdacht, also da ist zwar natürlich ein Vergehen in der Akte hinterlegt. Ja. Also wir haben da halt eben die Geiselnahme drin. Allerdings ist in der Akte, also in dem Inhalt der Akte, ne, sprich in dem Bericht, mit keinem Wort in irgendeiner Weise zu sehen, was die Mandantin überhaupt mit der Situation zu tun hat. Doch. Also keine Zeugenaussagen, kein Nichts. Also ich meine, insofern bin ich, aber also, da steht schon drin, dass sie mit Ivy Speedy sowohl auch mit... Ja, aber es steht halt nirgends, wer ihr die Knarre im Kopf gehalten hat. Das ist richtig. Jedoch ist ja auch mitgehangen, mitgefangen. Ja. Beihilfe wird genauso bestraft wie alles andere auch. Genau, also wir haben keine Beihilfe im Staat. Mhm. Wenn schon Raub begangen wird, der eine räumt den Safe aus und der andere steht Schmiere, ist der Schmiere steht, genauso... wie der den Safe ausräumt. Mitgefangen, mitgehangen. Mitgefangen, mitgehangen, genau. Ja, deswegen. Da hier natürlich jetzt in der Akte, abgesehen halt von dem Hinweis, dass die drei das waren und der Situation, dass halt mal galant gar nichts passiert ist, als die da unten drin gesessen hat, für gute 90 Minuten, gegebenenfalls länger, ist halt eben die Situation die, dass wir in dem Fall aufgrund diverser Verfahrensfehler halt der guten Mandantin im Grunde genommen nichts anlasten können, weil wir abgesehen von Fehler auf unserer Seite nichts nachweisen können. Naja, also warte, Danny, damit du das nicht falsch verstehst. Nicht auf Fehler von unserer Seite, sondern ja, aus Staatsseite. Der anderen Seite gegenüber der Straße. Ja, mhm. das habe ich schon, das Deswegen plädiere ich auf Freispruch. Yibi! Entschuldigung. Weißt du, was das Schlimme ist, wenn ich nichts dagegen machen kann? Ja. Naja, und selbst, also, warte doch, komm. Es ist halt schwierig. Ja, Danny, warte, wir machen den. Sag was dagegen, bitte. Mach mal, komm. Sag irgendwas dagegen. Lass dir irgendwas einfallen kurz. Komm. Die geschädigte PD-11 hat allerdings die drei Tatverdächtigen inklusive deiner Mandantin erkannt und wurde von deiner Mandantin unter anderem dazu gezwungen, beziehungsweise sollte gezwungen werden, ihr Auto aufzusperren.
Ja, das ist ja schön und gut, aber jedoch hat das anscheinend nur B11 gesehen, also Aussage gegen Aussage, oder? Das ist wohl richtig und doch ist B11 ja immer noch eine Staatsbeamte und da müssen wir ja erstmal davon ausgehen. Das ist also, sowas von egal. Ne, du merkst, Danny, in so einem Fall... Es ist halt schwierig, also ja, wenn eine Akte nicht ordentlich geführt wird, ist halt schwierig, da überhaupt irgendwas jemandem zur Last zu legen. Das ist jetzt in dem Fall tatsächlich nicht nur eben die Situation mit der Akte, sondern dass die halt auch, ne, wie gesagt, anderthalb Stunden da unten saßen und Magalan gar nichts passiert ist. Obwohl halt eben die Situation ist, wenn die einen Rechtsbeistand fordern, dann haben die uns anzurufen. Wen von uns ist erstmal Wumpe? Ja. Und passiert das nicht, das ist deren gutes Recht. Ist ja, also, natürlich. Guck mal, das Ding ist, ja, man könnte jetzt sagen, okay, man rechnet die Zeit, die sie da saß, in Geld um. Ne? Mhm. Da haben wir einen Quotienten, ich sag mal, und da bin ich ja echt noch nett der Staatsanwaltschaft gegenüber und nehme den Quotienten von 150. Mhm. Das sind 13.500 Dollar. Ja, dann kriegt sie noch 5.500 von uns hängen. Das ist richtig. Weil die Strafe wäre nämlich nur 8.000. In das ist auch richtig. Nur. Ne, also du merkst kann ich manchmal, auch Geld verdienen. Ja, ne, du merkst, manchmal ist das etwas schwierig, um es mal diplomatisch auszudrücken. Ja. Deswegen wollten wir dich jetzt auch dabei haben, dass du tatsächlich halt einfach auch mal siehst, was passiert, wenn das halt einfach nicht funktioniert. Ne? Mhm. Und wenn da halt Dinge einfach nicht... Aber wie sieht denn das jetzt in dem Fall aus? Man wird ja wahrscheinlich dem... sag mal, den netten Herrn von drüben, der dafür verantwortlich ist, bestimmt auch nochmal auf die Finger gucken, oder? Oder hauen? Oder mit ihm sprechen? Krieg ich einen Knüppel um Ohren gehauen. Oder just busy, hallo, nicht so herzlich willkommen. Nein. Ja, das wird da angemacht. Ja. Das war sehr diplomatisch ausgedrückt, oder? Danny, du kannst dir vorstellen, für einen Pedida, der eigentlich einen Tatverdächtigen schnappt. Ja. Und das nachweisbar ist, dass er was gemacht hat, ne? Ja. Nichts Schlimmeres, als wie, dass du denen keine Strafe geben kannst. Aufgrund dessen, dass die Fehler gemacht haben. Mhm. Schon bestrafen genug. Und ja, auch die kriegen dann noch von uns einen Umdeckel. Okay. Gut. Dann kann die Akte ja geschlossen werden. Die ist schon geschlossen. Wunderbar, Frau Rottenbach. Aber gerne, Herr Rottenbach. Dann bin ich ja zufrieden. Mann, ist das skurril. Ja, ne, ist ein bisschen weird. Das ist ein strange, aber okay. Man gewöhnt sich dran. Ja, das ist wohl richtig. So, und der Lukas wollte keinen Rechtsbeistand, ne? Ganz kurze Frage. Nee, warte. Kann ich eben für 5 Minuten verschwinden? Natürlich. Okay. Husch. Hände waschen, nicht vergessen. Ja. Hinsetzen. Na, hallo? Hallo. Na? Na, Frau Hell. Na, Herr Hell. Du sagst das gerne, oder? Ja, hört sich gut an. Oh, Alter, ich bin keine 5 Minuten da. Und schon wieder Stress? Ja, ich war schon mit dem Hubschrauber in der Luft. Ach so, deswegen habe ich den gerade gehört. Wieso, bist du im DOJ, oder? Ja, jetzt wieder. Deswegen konnte ich gerade nicht rangehen, weil wir Besprechungen hatten. Ja, wie immer. Ja, aber war für mich jetzt nicht so relevant, die erklären unserem Azubi gerade, wie so Verhandlungen und so während der Aktenbearbeitung funktionieren. Okay. Mhm. Ja, aber ansonsten... Ich soll kurz rüberkommen? Ja, wir können uns ja eben vor der Tür treffen. Genau. Mhm. Bis gleich. Bis gleich. Hallo. Hallo. Du bist ja noch nicht mal umgezogen. Ja doch, ich bin jetzt bei der MCU. Ach, der läuft hier in Zivil rum? Hab ich so mitgekriegt. Ha. Nein, also ich bin gleich in den Heli gesprungen. Ach so. Ach Mann. Nee, ich war bis gerade noch mit unserem Azubi unterwegs. Okay, super. Mhm. Wusstest du, dass Ares im FD angefangen hat? Nee, aber das... Nein. Nein, ich nein, ich habe nichts gesagt.
wie sieht dein weiterer Plan jetzt aus? Ich muss erstmal böse Jungs erjagen. Wir haben schon wieder zwei im Krankenhaus. Oh Mann. Ja, mein Plan bisher eigentlich noch nicht viel. Das erstmal was essen, glaube ich. Ach Gott, ich habe nichts zu essen. Ach du Hans, ich muss mir was holen. Warte. Ach, armer Junge, ich verhungere. Nein, tust du nicht. Hey, oha. Verdursten tust du auch nicht. So. Gut, Schatz, ich muss aber schon wieder weiter. Ja, alles gut. Ich muss auch wieder rüber. Bis gleich. Ja, später. Ja, wie auch immer. Man hat sich wenigstens kurz gesehen. Oh Mann. Aber das Gute ist, die können sich beide nicht gegenseitig auf den Sack gehen, weil sie sich zu viel sehen. Das gibt's ja auch, ne? Wenn man so 24 Stunden aufeinander hockt, dann irgendwann kann man sich nicht mehr sehen. Das wäre doof. Aber ich würde dann ganz kurz.